So, also bei mir läuft alles. Bei mir läuft auch die Nase sogar. Bei dir läuft die Nase, bei mir läuft alles andere. Also bei mir, ich weiß nicht, was noch alles. Aber alles ist im Ablauf, Fluss, Ablauf ist ausnahmsweise nicht verstopft. Insofern können wir anfangen. Gut. Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju. Heute ist Montag, der 27.09. Und wenn ihr diese Folge hört, ist schon Dienstag. Das heißt, alles, was wir heute sagen, ist unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit, wie eigentlich alles in diesem Podcast. Und ich freue mich, meinen Partner in Crime begrüßen zu dürfen, Serdar Sumunju. Hallo. Oh, du sagst meinen Namen immer besser, das ist super. Das macht mich richtig Serdar heiß. Sumunju, so ist es eigentlich richtig. Ich weiß, man kann es noch türkischer, noch mit mehr Leidenschaft sprechen, aber für eine Kartoffel an einem Montagmorgen nach einer Bundestagswahl, finde ich, habe ich es ganz gut gemacht, oder? Ja, hervorragend. Ich habe heute übrigens die tiefe Stimme, die du letztes Mal hattest, weil ich einen leichten Schnupfen habe. Ach cool, nein, wirklich, Corona oder Schnupfen? Nein, ich bin getestet, alles ist safe. Aber wir könnten jetzt ein Duett singen, ne? Wir könnten sozusagen Johnny Cash mit, wen hatten wir neulich? Du hast doch Leonard Cohen. Halleluja. Leonard Cohen, genau. Johnny Cash, Leonard Cohen im Duo. Was singen wir? Los, lass uns das direkt mal machen. Zu Beginn, lass uns gleich mal singen, damit ganz viele Leute direkt einen Grund haben abzuschalten. I was born under a wandering star, heißt der Text so? Ja, warte, ich kann nicht leider nur die eine Zeile. Nur den Anfang, nur die eine Zeile. Okay, gereicht. Ich wollte 3, 4. I was born under a wandering star. So, die drei Hörer, die jetzt noch da sind, begrüßen wir ganz herzlich. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ihr habt es euch verdient. Ab jetzt geben wir uns Mühe. Ja, wie geht's dir? Bist du fit wieder? Ich bin munter und fit. Ich bin schon lange wieder fit. Ich hatte ja auch nur eine leichte Erkältung, eine schöne Stimme Tag lang. Genau. Und das darf man in diesen Tagen sagen, denn noch immer sind viele von Erkältung betroffen. Tatsächlich geht die Erkältung rum, wie wir früher immer sagten. Du, es geht rum, hieß es immer in der südbadischen Heimat immer. Das geht gerade rum. Brauchst du nicht drunter, wenn das hast. Ist das eine Erkältung oder ein Katarrh? Was ist der Unterschied? Katarrh ist eine Halsentzündung, glaube ich. Eine Erkältung hat was mit den Bronchien zu tun. Ich bin ja Misanthrop. Nee, wie heißt das, wenn man Angst hat vor Krankheiten? Das ist das andere Wort. Hypochonder. Hypochonder. Ich kenne zwei Fremdworte, Misanthrop und ein zweites, das mir nie einfällt. Und ich bin Hypochonder. Also ich habe wahnsinnig Angst vor Krankheiten und deswegen weiß ich nichts. Ich reagiere darauf. Also es gibt ja Hypochonder, die wissen deshalb alles. Jürgen von der Lippe zum Beispiel hat mir mal erzählt, dass er so Angst hat vor Krankheiten, dass er einfach die ganzen Pschirembeln und alles, was es so gibt, liest, damit er alles weiß. Ich bin einer von denen, die wahnsinnig Angst haben vor Krankheiten, aber sich einfach wegducken und sagen, ich will auch gar nichts wissen, ob was da Katar oder so, ist im Zweifel da, wo die Fußball Weltmeisterschaft stattfindet und ansonsten hab ich halt irgendwie ein Kratzen im Hals und gehe schnell zum Corona-Test dann. Das ist ja Alltag heute. So, jetzt legen wir doch mal direkt los. Bist du mit dem Ergebnis der Wahl zufrieden? Sehr, wirklich sehr. Also ich finde toll, dass wir endlich jetzt 3 Wochen lang von einem Kopf-an-Kopf-Rennen sprechen können. Und das ist für mich schon jetzt das Bild des Abends. Überall Kopf-an-Kopf-Rennen, außer in Mecklenburg-Vorpommern, aber das zählt auch nicht. Ich bin sehr zufrieden. Es war spannend, es war eng, es war knapp und jetzt hat Olaf Scholz gewonnen und am Ende wird er doch nicht ins Kanzleramt kommen. Bist du auch zufrieden? Ja, aus mehrerlei Gründen. Also der erste Grund ist Genugtuung, weil ich habe nämlich das Wahlergebnis der Partei, die Partei in meinem ehemaligen Wahlbezirk Friedrichshain-Kreuzberg gesehen und der Kanzlerkandidatur von Martin Sonneborn, den ich sehr, sehr schätze und von hier aus auch sehr lieb grüße, hat die Partei nur 5,8% im Gegensatz zu 7,2% zu mir damals erhalten, obwohl man mir gerne vorgeworfen hat, ich wäre zu faul für Wahlkampf gewesen. Aber es bestätigt sich meine Theorie, dass das auch ohne Wahlkampf, na, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute sind des Wahlkämpfens leid. Ich glaube, sie wollen jemanden haben, der authentisch ist. Und ich war authentisch. Ich habe nämlich gesagt, ich habe keinen Bock, den Leuten irgendwas zu erzählen. Ich will einfach diesen Posten. Und dementsprechend haben mich viele Leute auch gewählt, weil sie es ehrlich fanden. Der zweite Grund ist, ich zäume das Pferd von hinten auf, um meine Zufriedenheit auszudrücken.
Gut, dass Baerbock nicht Kanzlerin wird, aber sie ist mir sympathischer geworden in der Niederlage. Ich freue mich auf sie im Kabinett. Ja, ich finde, dass sie wirklich als eine der wenigen Größe gezeigt hat in der Niederlage. Gut, dass die AfD weniger Stimmen bekommen hat, aber immer noch zu wenig verloren hat. Alice Weidel in der Elefantenrunde war ja entrückt, hatte ich das Gefühl. Die hat ja gesagt, sie hätten dazu gewonnen, obwohl sie 2% verloren haben. Und sie hat das so begründet, dass sie gesagt hat, weil eigentlich Stimmen, die uns gehören, nämlich den Freien Wählern und der Basis, zu uns dazugerechnet werden müssen. Dann hätten wir sogar noch gewonnen. Also das ist ja auch eine geile Rechnung, wenn jede Partei sagen würde, Stimmen, die eigentlich uns gehören, die wurden nicht gewertet, sondern sind bei den anderen Parteien. Das wäre wirklich irre. Das ist wirklich Trumpismus auf allerniedrigstem Niveau, ne? Absolut. Also da muss man wirklich sagen, also ganz ehrlich, wenn ihr schon vom Meister lernen wollt, dann macht's doch bitte richtig und dann macht es wenigstens konsequent und dann setz dich dahin und erzähl wenigstens irgendeinen dummen Schluss davon, dass die Briefwahl dafür gesorgt hat, dass ihr nicht alle Stimmen bekommen habt oder dass irgendjemand schuld war, Gott oder keine Ahnung, aber doch nicht so. Also das ist ja nur wirklich die allerschlechteste Linie, die man vertreten kann. Zweiter fast absurder Fauxpas ist, dass sie gesagt hat, Leute wie Höcke, Nationalisten, haben bei uns in der Partei keinen Platz. Also es gäbe es schlicht und einfach nicht. Aber um nochmal eben durchzugehen, was mich gefreut hat, dass die CDU natürlich nicht stärkste Kraft geworden ist. Mich hat gefreut, dass die Linkspartei sehr knapp nur reingekommen ist, weil ich finde, auch das, was jetzt im Nachhinein passiert, die gesamte Schuld für das Versagen der Linkspartei, Sarah Wagenknecht in die Schuhe zu schieben, auch zeigt, in welchem desolaten Zustand diese Partei ist. Und sie hätte es nicht verdient, mehr Stimmen zu bekommen, aus meiner Sicht. Mhm. Naja, und SPD, Olaf Scholz, der grinst sich jetzt durch die Koalitionsverhandlungen. Oder? Ja, ne, genau. Also man muss nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal nochmal kurz auf die AfD gucken, weil sie haben tatsächlich mehr Direktmandate bekommen. Sie sind, und das muss man leider auch sagen, in Thüringen und Sachsen stärkste Kraft geworden. Und Hans-Georg Maaßen dafür hat seinen Wahlkreis nicht gewonnen in Südthüringen, sondern der SPD-Kandidat, ich glaube Frank Überall hieß er, der hat es tatsächlich geschafft und Maaßen hat das Direktmandat nicht bekommen. Da muss ich Baerbock ein bisschen grinsen. Baerbock hat es auch nicht bekommen, genau, in ihrem Wahlkreis. Und ich musste doch bei Maaßen ein bisschen lachen. Also ich meine, das ist natürlich schon irgendwie lustig, wenn du als früherer Verfassungsschutzchef, der jetzt irgendwie rechts außen für die CDU flankieren soll, ausgerechnet in Thüringen antrittst, wo Björn Höcke auch antritt. Also wenn du schon das Original haben kannst, wer wählt dann bitte die Billigfälschung namens Hans-Georg Maaßen? Quasi sozusagen die Schorle-Variante. Und das ist schon sehr albern. Hat mich gefreut, dass der das Direktmandat nicht bekommen hat. Die AfD, wie gesagt, ja. Und das habe ich auch gestern auf Twitter immer wieder gelesen, mit dieser Schuld von Sarah Wagenknecht. Also da muss ich jetzt an der Stelle wirklich mal sagen, das ist ja nun das allerschlechteste Argument, Sarah Wagenknecht als die Böse abzustempeln. Ich meine, man kann von der Frau halten, was man will. Ich bin wirklich kein Fan. Aber innerhalb des aktuell agierenden Politikbetriebs, muss man sagen, ist es eine der intelligentesten, schlauesten und belesensten Figuren, die wenigstens halbwegs auf Augenhöhe in der Debatte mithalten kann. Ich meine, die hat ein Buch geschrieben, das mag dieser Partei nicht gefallen. Das muss man auch nicht gut finden. Und auch kann man teilweise anerkennen, es gibt Teile dieses Buchs, die Selbstgerechten, die sind wirklich gut. Ihre Analyse am Anfang ist brillant. Später wird es immer schwächer und sie hat auch ganz schlechte Stellen darin und ihre letztlich parteipolitisch motivierten Ableitungen finde ich dann unoriginell und langweilig und auch nicht wirklich logisch. Aber immerhin ist das mal eine Politikerin, die ein Buch schreibt, das offensichtlich selber schreibt, Quellen angibt, Ideen hat und ein bisschen auf der Höhe der Debatte ist, weil sie ein bisschen was gelesen hat. Und nur weil das nicht in das passt, was die Linke gerne darstellen möchte, aber schon lange nicht mehr darstellt, ist es vollkommen albern, jetzt Sarah Wagenknecht an die Wand zu stellen. Ganz ehrlich, ihr habt zwei Chefinnen, die es nicht auf die Kette kriegen. Die letzte Stimme der Vernunft ist Dietmar Bartsch. Da hat man es auch nicht anders verdient, als 4,9% zu kriegen. Und wenn man dann noch Sarah Wagenknecht die Schuld gibt, hat man eigentlich noch weniger verdient. Ja, die Linke ist dort angekommen, wo sie hingehört. Und sie unterliegt einem Trugschluss, nämlich, dass sie immer noch denkt, sie wäre eine Volkspartei. Das hatte sie ja Anfang der 2000er
weil die SED-Nachfolgepartei, die PDS und dann eben auch die Linkspartei zusammen mit der WASG, die ja am Anfang noch aus dem Westen dazukam, sehr viele ehemalige Ostler abgegriffen hat, die schlicht und einfach eine ganz andere Klientel waren. Das waren konservative Leute, die im Osten die Linkspartei gewählt haben. Und jetzt kann man sagen, ist der demografische Wandel angekommen. Westparteien sind im Osten angekommen. Die Leute wählen mittlerweile auch im Osten mehr die SPD, also gerade in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern sieht man es ja noch deutlicher, ist die SPD zu einer wählbaren Alternative geworden, während die Linkspartei irgendwo zwischen Anpassung an Vorbilder wie die Grünen und Separatismus im Aufstellen eigener, zum Teil seltsamer Forderungen sich versucht zu finden. Und das funktioniert einfach nicht. Du merkst, die Leute sind woanders. Die Republik ist im Moment nicht da, wo die Linkspartei ist. Selbst wenn manche der Vorschläge klug sein wollen und sollen. Aber zum Thema Sarah Wagenknecht. Natürlich kann man Sarah Wagenknecht kritisieren. Als Sektiererin, die mit der Bewegung vor 2 Jahren, wie hieß sie nochmal, aufstehen oder abgehen? Ja, oder, genau. Aufstehen, hinlegen, gar nichts mehr machen. Füße hoch. Bewegung, Füße hoch. Sie hat natürlich die Partei zutiefst gespalten, dadurch, dass sie ihren eigenen Machtanspruch, Vorsitzende zu sein und Vordenkerin zu sein, verbunden hat mit dem, was die Partei denken sollte. Und das wollte die Partei nicht. Und da haben Leute wie Dietmar Bartsch, damals auch noch Petra Pau und Lothar Bisky, der auch noch gelebt hat zu der Zeit, gesagt, nein, in diese Richtung wollen wir nicht. Und jetzt hat die Linke eine komplett farblose Führung, bei der man gar nicht weiß, wer ist das eigentlich? Und im Hintergrund schwelt so ein bisschen das, was Wagenknecht und Lafontaine machen, und so zersetzt sich diese Partei. Ganz im Gegensatz übrigens zur FDP, muss ich sagen. Was denkst du über den Wahlerfolg der FDP? Ich war überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie viel mehr noch kriegen. Also, weil das ist wirklich die Stunde der FDP. Und ich bin froh, dass sie zweistellig geworden sind. Ja, du hast ja gewählt, wahrscheinlich deswegen, oder? Ich habe natürlich, weißt du doch. Also, können wir jetzt sagen, nach der Wahl sagen? Können wir bitte das Klischee aufrechterhalten, dass ich hier der Baerbock-Fan und Grünwähler bin und du der Baerbock-Hasser? Das wäre mir sehr recht. Ich habe natürlich Grün gewählt und nicht jetzt hier anfangen mit, dass ich FDP gewählt habe. Meine Motivation, die FDP gut zu finden, ist, dass ich erstens einfach Christian Lindner unglaublich lustig finde und mich immer freue. Lustig ist ein gutes Wort für ihn. Wenn dieser Real-Life-Deep-Fake-Avatar einfach eine zentrale Rolle spielt und jetzt ins Finanzministerium einzieht. Und das ist ja im Grunde der Königsmacher jetzt. Also das ist doch jetzt der Mann, an dem alles hängt. Das ist nicht Annalena Baerbock und die Grünen. Letztlich sagt die FDP, was jetzt gespielt wird, welche Musik jetzt zum Tanz aufgeführt wird. Denn sehe ich nicht ganz so. Pass auf, lass mich kurz meine These zu Ende bringen, weil die Grünen wollen natürlich lieber mit der SPD regieren. Aber Laschet hat gesagt, er will auch regieren, und Laschet hat den Pluspunkt, dass er mit der FDP in Nordrhein-Westfalen schon zusammengearbeitet hat auf Landesebene und dort den Ruf genießt, dass er seine Koalitionspartner machen lässt. Das heißt, diese Koalition ist erprobt. Laschet möchte mit der FDP zusammenarbeiten, und Lindner hat sich vor der Wahl auch bekannt, dass auch er weiter mit der CDU auf Bundesebene zusammenarbeiten will. Das heißt, die hängen schon mal zusammen, und tendenziell würde die FDP wahrscheinlich eher die Union unterstützen und in eine Koalition gehen, weil sie wüsste, dass sie mit denen problemlos mehr umsetzen kann, als wenn sie das eng zusammenarbeitende Geschwisterpaar Rot-Grün erstmal trennen müssten oder versuchen müssten, dazwischen zu kommen. Deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich offen. Das heißt, wenn Scholz regieren will, dann muss er am Ende den Lindner und seine FDP zu sich rüberziehen, weg von der Koalition, die CDU und FDP eigentlich im Moment anstreben. Ja, da gebe ich dir recht. Also da muss ich dir zustimmen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die FDP hat da tatsächlich die Macht, weil sie 2 Optionen hat. Gut, das haben die Grünen auch, aber die FDP hat eher 2 Optionen als die Grünen. Für die Grünen wird das schon ein ziemlicher Hammelsprung sein, rüber zur CDU zu gehen und mit der CDU eine Koalition zu machen, was ich auch nicht glaube, was sie machen werden. Ist ja noch eine Option, ne? CDU, Grüne, FDP, die sogenannte, was ist es? Jamaika. Kongo, Jamaika-Koalition. Jamaika. Gut, ich glaube aber,
dass Lindner im letzten Moment doch erkennen wird, dass das Wählervotum klar war. Und ich finde, da muss man, so wie das ja auch Borjans heute gesagt hat, akzeptieren, dass es zwar auch Mehrheiten gibt, die keine Mehrheiten sind und man Regierungen bilden kann, ohne Mehrheiten zu haben, aber dass es auch moralische Verpflichtungen gibt. Und wenn eine Partei wie die CDU fast 10% verliert, dann kann sie nicht mehr sagen, wir haben einen Regierungsauftrag. Wenn sie dazu auch noch zweitstärkste Kraft ist, dann kann sie das erst recht nicht sagen. Und da muss Lindner wirklich aufpassen, dass er nicht an Glaubwürdigkeit verliert, wenn er jetzt nur aus Zuneigung zur CDU-CSU sagt, wir gehen lieber in eine Koalition mit denen als mit der SPD. Wobei er natürlich in einem Dilemma ist. Er wird in einer Koalition mit der SPD und den Grünen mehr an Profil verlieren, als er gewinnen kann mit CDU und SPD, Grünen zusammen. Da würde er wirklich in der Pole-Position sein. Ja, andererseits kann er natürlich auch, wenn er sich zur Ampel bekennt, kann er natürlich Rot und Grün auch erpressen und kann sagen, pass auf Leute, ich könnte immer noch mit der CDU zusammen Jamaika machen und entweder es gibt hier große Zugeständnisse an die FDP, beispielsweise was das Thema Steuern und vieles andere angeht und dass wir weiter rasen dürfen und keine Ahnung, dann, das ist schon, der kann da schon echt hochpokern in alle Richtungen im Moment. Ja. Lindner ist der Königsmacher. Lindner ist absolut in der Pole-Position, weiß aber natürlich auch, dass er sich das, was er vor vier Jahren gemacht hat, nicht nochmal leisten kann. Also das wäre das Ende seiner politischen Karriere. Absolut. Das hat einmal gerade so funktioniert, indem so die eine Hälfte sagte, Lindner ist einfach ein egozentrischer Sack, der einfach wegläuft und sich aus der Verantwortung stiehlt. Aber es gab eben auch eine andere Hälfte, die sagte, na ja, aber eigentlich hat er gar nicht so Unrecht, in dem Moment aufrichtig zu sein und zu sagen, nee, wir können das, was wir wollen, hier nicht umsetzen. Also machen wir es nicht. Aber ein zweites Mal wird das nicht funktionieren. Jetzt darf er nicht mehr davonlaufen. Das hat er in seiner Karriere übrigens schon zu oft gemacht, als er damals Generalsekretär war und hingeschmissen hat. Jetzt ist er in der Situation, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und das wird er auch eben, weil er jetzt für sich sehr viel rausverhandeln kann. Ja, also da gibt's ja mehrere Aspekte, die ziemlich klar sind mittlerweile. Was alle ausgeschlossen haben gestern, war eine große Koalition. Die Tür ist zu. Mhm. Und damit noch eine große Koalition überhaupt zustande kommen kann, müsste es in der SPD ein Erdbeben geben. Jetzt gibt's aber im Hintergrund noch ein paar andere Dinge. Heute fängt ja das Rumoren in der CDU schon an. Kretschmer in Sachsen hat ja schon gesagt, Laschet soll seine Wahlniederlage eingestehen. Es wird in der CDU gegen Laschet auch viele Kräfte geben, die ihn daran hindern werden, überhaupt erst mit diesem Selbstbewusstsein, was er gestern noch hatte, in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und ich glaube auch, dass Söder gerade ein falsches Spiel spielt. Ich glaube, der schubst den Laschet ins Verderben, weil er ganz genau weiß, ja, das ist wirklich so, der schubst den gerade ins Verderben, weil er weiß, dass er der Nächste sein wird, der dann in der CDU an die Spitze kommt. Mindestens als Kanzlerkandidat in vier Jahren. Das kann er sowieso. Also ich glaube, dass der Laschet auch deswegen jetzt unbedingt versuchen wird, eine Regierung zu bilden, um jeden Preis. Sorry, wenn ich das kurz unterbreche. Sorry, aber das erinnert mich ein bisschen an Macbeth. Also Laschet gerade ist wirklich wie der alte Macbeth, der hingerichtet wird von seinen politischen Feinden. Er merkt's aber nur noch nicht. Genau. Er steht quasi vorne sozusagen an der Rampe und glaubt, er hat jetzt noch die ganz große Chance. Er muss das Ding jetzt drehen. Und wenn er es jetzt schafft, die FDP auf seine Seite zu kriegen und die Grünen und die Regierung zu bilden, dann ist er der Star, zuerst gefallen und dann doch wieder auferstanden, quasi wie so eine Jesusfigur. Und merkt aber gar nicht, dass er vorne an der Rampe steht und dass dahinter ganz viele Leute sind, die nur einmal ein bisschen schubsen müssen und schon ist er im Wasser und das Wasser ist verdammt tief. Stehen kann er da nicht mehr. Und ich muss es aber korrigieren. Also es ist natürlich nicht Macbeth, sondern es ist Duncan. Also Duncan, der König von Schottland, den Macbeth meuchelt. Macbeth ist eigentlich Söder. Also Laschet ist der alte König sozusagen, der gemeuchelt wird von seinen Gegnern, der es aber noch nicht merkt, der so naiv ist, dass er nicht sieht, dass alle Leute schon das Messer in der Hand haben, um ihn in den Rücken zu stechen. Ne? Aber ist Macbeth wirklich Söder? Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, Söder wird sich zurückziehen und kann abwarten, was passiert und sich irgendwann aus der Deckung wagen und wird wahrscheinlich in vier Jahren, Stand jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, sowieso Kanzlerkandidat. Ich glaube, dass diejenigen, die ihm den Dolch in den Rücken rammen wollen, andere sind. Das sind Leute wie Jens Spahn, Norbert Röttgen, Merz. Also die drei, die wirklich noch eine Rechnung offen haben, die sagen, so, wir wollen es eigentlich werden und Jens Spahn hat sich an die Seite von Laschet gestellt und Röttgen ist wahrscheinlich im Moment
in der CDU der größte Könner und hat sich sehr ruhig verhalten, hat keine alten Nummern aufgemacht, obwohl er es hätte tun können, hat sich immer inhaltlich positioniert und profiliert. Ich glaube, da ist die große Gefahr bei den Jungs. Ja, da wir gerade bei der Übersetzung von Shakespeare-Stücken auf die Politik sind, wer ist denn dann Scholz? Scholz ist auch ganz interessant, ne? Gibt es eine Shakespeare-Figur, die auf Scholz zutrifft? Also ein Gewinnertypen, der aber noch ein bisschen auf der Kippe steht und sich so selbstgewiss ist, dass er nicht merkt, dass es eigentlich noch schief gehen kann? So ein Gewinnertyp aus Versehen eigentlich, ne? Ein Gewinnertyp aus Versehen, genau. Ne? Und ein unfähiger Gewinnertyp. Gewinner eine Kaffeetasse ohne Kaffee. Genau, Gewinner wider Willen. Ja, Scheiße, ein hohler Holzpfahl, ein Grinsegesicht. Genau. Jetzt habe ich es doch geschafft. Ganz ohne die SPD. Aber wen gibt es bei Shakespeare, der ihn repräsentieren würde? Ich habe gerade überlegt, Othello, der ja seinen Leuten vertraut und dann eifersüchtig gemacht wird und dann Desdemona umbringt, das ist zu sehr Romantik. Ja, nee, das. Ich glaube, wir überziehen den Vergleich an der Stelle. Ich glaube, da gibt's da. Lass es uns bei Macbeth belassen. Lass es uns oder unsere Zuhörer können uns das schicken. Gerne. Unsere Zuhörer Instagram. Können uns genau. Da sind wir schon. Instagram @schröderlive. Schreibt mir, schickt mir und so Namen und Adressen von Shakespeare-Figuren. Und dann klingeln wir da mal und fragen nach, ob sie das sind. Oder wir fragen genau, das politische System übersetzt in Shakespeare. Richtig. Ne? Wir fragen bei Norbert Röttgen einfach nach, welche Shakespeare-Figur er sein will. Das ist super. Jetzt kommen wir noch zu was anderem, was ich auch unbedingt noch erwähnen wollte. Ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass es in der SPD auch noch Grabenkämpfe geben wird. Das hast du ja sehr richtig festgestellt. Die SPD war seltsam einig und geschlossen. Aber Leute wie Kevin Kühnert werden das nicht lange durchhalten. Da wird es auch während der Legislaturperiode schon Schwierigkeiten geben. Während bei den Grünen fand ich gestern die Erleichterung Robert Habecks so sichtbar war. Also erstmal, wie war der angezogen an einem Wahlabend mit einem weißen Hemd, das er sich irgendwie ganz provisorisch in seine Jeans geschoben hat. Und er wirkte so wie, Gott sei Dank ist das vorbei. Gott sei Dank bin ich die Alte los. Genau, er wirkte ein bisschen so, wie Annalena Baerbock ihn damals in diesem Interview charakterisiert hat, als sie sagte, ich komme von der Volkskunde und er kommt mehr so von den Kühen. Und er sah wirklich aus wie so ein Bauer aus Schleswig-Holstein, der mal eben noch schnell ein Hemd halb gebügelt rausgeholt hat, weil er festgestellt hat, dass er heute beim Bauernverband eingeladen ist. Ja, sag mal, Analyse der Wahl. Genau. Lass uns noch eben das auch abschließen. Das machen ja viele andere auch, das müssen wir hier nicht irgendwie zelebrieren. Aber nicht so wie wir, mein Freund. Wo ist bitte der Shakespeare-Vergleich bei anderen? Das also, stimmt. Gibt es denn Aspekte, die wir übersehen haben, die andere nicht sehen? Spätestens in 2 Tagen dann aber sehen werden. Genau. Spätestens wenn die Folge raus ist, wird man sagen, oh Gott, was haben sie denn da geredet, die ersten 20 Minuten? Das wirkt ja, als hätten sie es gestern aufgenommen. Ja, genau so ist es. Na, gibt's irgendwas, was du sagst, worauf man noch mehr Augenmerk legen sollte, was viele nicht sehen gerade? Also ich glaube, dass tatsächlich die CDU an einem Scheideweg steht, der ihr selbst noch gar nicht bewusst ist. Also wenn Laschet nicht durchkommt mit seiner Jamaika-Idee und lass uns mal wieder Prognosen machen. Ich bleibe im Grunde bei meiner Prognose, die ich hier vor ein paar Wochen schon aufgestellt habe oder bei meiner These. Nämlich, es wird eine Ampel geben, früher oder später. Es wird jetzt noch ein bisschen hin und her gehen, aber es wird eine Ampel geben. Es läuft im Grunde drauf zu. Laschet hat letztlich keine Chance. Es ist der letzte Versuch, sich irgendwie an der Macht zu halten. Wenn es zu einer Ampel kommt und wenn er irgendwann einsehen muss, aus welchem Grund auch immer, weil Christian Lindner einsieht, dass er eben doch lieber mit denen zusammenarbeiten sollte, die jetzt mehr Stimmen haben als die CDU, dann wird Laschet irgendwann merken, okay, es geht nicht mehr. Und meine These ist, dann stehen der CDU, wenn sie in die Opposition geht, was ich für wahrscheinlich halte, grauenhafte Jahre bevor. Und ich würde sagen, dann passiert 2021 mit der CDU das, was 2005 mit der SPD passiert ist. Sie wird sich komplett zerlegen. Es wird einen Richtungskampf ausbrechen. Wo gehen wir hin? Es werden sich die konservativeren Kräfte, also das Lager rund um Hans-Georg Maaßen, neu formieren. Philipp Amthor vielleicht auch nochmal unter der Führung von Friedrich Merz. Es wird einen liberaleren Teil geben, angeführt von Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der ja sehr stark auf Merkel-Linie immer war und ist. Und dann Gnade dieser Partei Gott, wie man bei einer christlich
christlich-demokratischen Partei, glaube ich, sagen kann. Denn dann ist da Hauen und Stechen und meine These wäre im Moment, dann sind sie für Jahre als politische Kraft wahrscheinlich außer Kraft gesetzt oder mindestens schwer angeschlagen. Ja, das finde ich sehr richtig, was du sagst. Und ich sehe es ähnlich, wobei ich noch ein paar kleine Aspekte dazu sehe. Das Koordinatensystem hat sich ja grundlegend verändert mit dieser Wahl. Man sieht, dass an den Rändern die Parteien nicht mehr in die Mitte dringen, weil sie koalitionsunfähig, zum Teil sind sie koalitionswillig, aber es reichen ihre Anteile nicht, um Koalitionen zu bilden. Diese Parteien sind weiter an den Rand gedrängt worden und die Mitte ist gestärkt worden, die Mitte ist größer geworden. Und ich bin nicht sicher, ob das für mehr Stabilität sorgen wird. Denn wenn ich jetzt gucke, was die großen Themen sind, die die Parteien benennen, dann gibt es wenige, bei denen sie konsensfähig zu sein scheinen. Gut, der Klimawandel, das ist jetzt Allgemeinbildung, der schreitet voran, wir müssen dringend etwas tun, da sind sich, glaube ich, alle Parteien einig. Aber über die Mittel und Wege und die Fristen, da werden sie sich, glaube ich, streiten und da wird es auch einigen Disput noch geben, den wir jetzt nicht erkennen können. Ähnlich ist es bei dem, was die FDP für sich beansprucht als ihr Hauptfeld, nämlich der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob das mit den Grünen so machbar ist, was die FDP vorhat, was die Steuererleichterung für große Unternehmen angeht, was die Subventionen angeht. Da ist die FDP auf einer komplett anderen Seite als die Grünen. Und es wird vielleicht am Anfang der Legislaturperiode um des Machtserhalts willen funktionieren, dass die Parteien auf einzelne ihrer Schwerpunkte verzichten. Aber es wird ein schwelender Konflikt sein, der dann vielleicht in der Mitte der Legislaturperiode wieder aufkommen wird. Und ich halte es noch nicht mal für unwahrscheinlich, dass Scholz diese 4 Jahre nicht schaffen wird. Vielleicht wird es irgendwann zu einem Bruch kommen, wie damals mit Genscher und Schmidt, und die FDP springt wieder rüber, weil eben, wie du richtig gesagt hast, diese Pole Position, in der die FDP gerade ist, auch natürlich sehr verlockend ist, ne? Weil sie weiß, wir könnten eigentlich mit jedem. Und am besten könnten wir sogar mit der CDU. Und indem wir die CDU klein halten, wächst eigentlich unsere Macht gegenüber der CDU und auch unsere Möglichkeiten, diese Macht zu erhalten, indem wir entscheiden, wann wir springen. Und das ist fatal. Also ich glaube, es wird nach Merkel zu einer Destabilisierung der deutschen Politik führen, auch im Ausland übrigens, was noch ein ganz anderes großes Thema ist, da können wir gleich drüber sprechen. Wer wird Außenminister? Das ist die Frage. Und was vertritt Deutschland dann im Ausland? Nicht Heiko Maas, das ist die Hauptsache. Nicht Heiko Maas, der Rest ist eigentlich egal. Nee, ich denke, Habeck wird es werden, aber da wird es eben auch bei den Grünen wieder Konflikte geben. Und Fazit, alle Parteien haben im Moment innerparteilich schwelende Konflikte, von CDU bis SPD, die gerade ruhig gestellt ist, bis zu den Grünen, wo es ja sichtbar ist. Habeck und Baerbock sind eigentlich meiner Meinung nach schon lange kein Team mehr. Und auch bei der FDP wird das passieren, wenn Lindner das tut, was du eben gesagt hast. Wenn er zu hoch pokert, dann wird er auch die Kräfte in der FDP gegen sich aufbringen und dann wird das ein hochfragiles System werden, das uns regiert. Ja, das ist eine historisch total spannende Situation, vor der wir jetzt stehen. Und ich finde eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen, dass dieses Mal FDP und Grüne direkt miteinander sprechen wollen. Das finde ich sehr gut. Das gab es nämlich vorher nie. Deswegen ist auch dieses Chaos entstanden, sondern dass die eigentlich sagen, hey, wir sprechen miteinander, wir wissen um unsere Macht, wir wissen um unsere entscheidende Position, die wir jetzt haben. Und da wollen wir nochmal gucken, mit wem wir dann zusammenarbeiten wollen. Und das muss man natürlich auch sehen, wie wir als die beiden kleineren Kräfte den Preis für uns, jeder für sich, aber auch gemeinsam, nach oben treiben. Denn letztlich hängt alles von den beiden ab. Ja, da gibt es aber Streitpunkte, ne? Also Tempolimit wird ein großer Streitpunkt sein. Elektroautos bis 2030 wird ein großer Streitpunkt sein. Da wird die FDP nicht so leicht mitspielen. Also sagen wir, es bleibt spannend. Ich bin auch der Meinung, Scholz wird Kanzler, Laschet kann das nicht aufrechthalten, dafür gibt es auch seiner eigenen Partei zu viel Widerstand und natürlich auch diejenigen, die Thronfolger sein wollen. Das ist, wie du richtig gesagt hast, Jens Spahn, Amthor würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber könnte man indirekt dazu zählen und vor allem aber auch Norbert Röttgen. Friedrich Merz ist ein bisschen raus und Amthor hat auch, glaube ich, sein Direktmandat nicht mehr bekommen. Ne? Echt? Große, in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ich glaube, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er es auch nicht mehr bekommen. Ja. Sondern so ein paar Nasen, die immer dachten, sie kommen mit Selbstverständlichkeit in den Bundestag und wenn sie antreten, dann werden sie es schon schaffen, haben ein bisschen auf die Mütze bekommen. Das gefällt mir ganz gut. Was glaubst du, wie es mit der AfD weitergeht? Ist das überhaupt ein wichtiges Thema?
Ich glaube, man kann das relativ schnell abhaken. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass sie wahrscheinlich sich da irgendwie einrichten werden, um die 10%, sofern nicht Gravierendes passiert. Also wenn wir tatsächlich noch in eine größere Wirtschaftskrise reinschlittern nach Corona, was wir nicht wissen, dann gilt all das, was ich jetzt sage, nicht. Dann glaube ich, könnte die Stunde der AfD schlagen, und darauf arbeitet sie ja auch hin, dass sie sich jetzt bei Corona ziemlich zurückhalten. Jetzt so langsam fangen sie ja da mit so albernen Spielchen an, dass sie auch, man darf die selbst nach der Tat von Ida Oberstein darf man die Impfgegner nicht alle zu bewaffneten Kämpfern erklären, und wir sind ja auch nicht geimpft und bla bla bla. Also da versuchen sie jetzt so ein bisschen irgendwie auf den Zug aufzuspringen, der längst aus dem Bahnhof gerollt ist. Und ich würde sagen, dass die AfD da steht, wo sie steht. Bei Wirtschaftskrise, keine Ahnung. Dann kann sie vielleicht wieder recht viel mobilisieren. Aber im Moment habe ich gar nicht so die Sorge, weil ich den Eindruck habe, die sind intern so zerstritten. Da fehlt auch die große Person. Und man darf ja nicht vergessen, dass Anhänger von rechtsextremen Parteien immer Führerfiguren suchen. Und die AfD ist so lange aufgeschmissen, solange da keine Führungsfigur ist und keine Führerfigur ist. Und damit meine ich jetzt keinen Platten-Hitler-Vergleich oder keine Hitler-Anspielung, sondern jemand, der den Laden wirklich so führt, dass man zu ihm aufguckt und dass man das Gefühl hat, dieser Autorität kann man sich unterwerfen. Denn das ist ja das, was rechtsextreme Anhänger ausmacht. Und solange das nicht da ist, und das scheint mir im Moment nicht am Horizont erkennbar, steht die AfD da, wo sie steht, und im besten Fall zerlegt sie sich noch. Wo würden, also versuchen wir mal gerade zu analysieren. Die europäische Rechte, die mit Pim Fortuyn ja angefangen hat, jetzt über Gerd Wilders und in Ungarn mit Orban, in Österreich mit der FPÖ und dem BZÖ, später mit Westenthaler und dann nach dem Tod von Haider mit anderen, ich habe seinen Namen schon fast wieder vergessen, Strache, H.C. Strache, der einen Boom erlebt hat in der Schweiz mit der SVP, mit Christoph Blocher, dessen Tochter dann in den Bundesrat eingezogen ist, mittlerweile nicht mehr. Die europäische Rechte hat sich dann weiter zersplittert, und es war ja ursprünglich ihr Ziel, auch mit vielen anderen Ländern, in Griechenland zum Beispiel, der Slowakei, wo es ein großes Potenzial gab, Frankreich, Le Pen, Marie Le Pen, sich zusammenzuschließen und zu einer neuen politischen Kraft zu werden, zu einer neuen nationalistischen politischen Kraft zu werden. Und was man jetzt sieht, ist, dass sie sich weiter zersplittert, sowohl paneuropäisch als auch innerdeutsch, und das noch ziselierter in kleineren Strukturen wie in Thüringen zum Beispiel oder in der AfD zwischen der Thüringer Fraktion und der Fraktion um Meuthen und Weidel. Und dass sie es verpasst, die großen Themen, die sie eigentlich dankbar aufgreifen könnte, um Wählerstimmen abzugreifen, zu ihrem Thema zu machen. Also wir haben das ja hier auch gesagt, zum Beispiel sich zu der Partei der Impfgegner zu erklären. Oder statt zu motzen, dass die Basis oder die Freien Wähler das getan haben. Oder sich auf die Seite derer zu stellen, die sagen, Deutschland ist eben nicht das, was CDU, SPD, Grüne und FDP haben wollen. Ein Land der Vielfalt, ein Land der Diversität. Sondern Deutschland ist das Deutschland, was wir haben wollen. Ein nationalistisches, selbstbewusstes und geradliniges Deutschland, auch im Umgang zum Beispiel mit Flüchtlingen und mit Migrationspolitik und so weiter und so fort. Das haben sie verpasst, und deswegen sind sie jetzt auch da, wo sie sind. Sie dümpeln mit ihren 10% vor sich hin, können weder eine schlagkräftige Opposition sein, noch sind sie regierungsfähig, weil alle sie kategorisch ausgrenzen, was richtig und wichtig ist. Aber eine wirkliche Perspektive sehe ich auch nicht mehr, weil der demografische Wandel in der Bevölkerung ja auch fortschreitet und wir mittlerweile nicht mehr in einem Deutschland leben, das wie in den 70ern, in den 80er Jahren scheu gegenüber fremden Einflüssen war, sondern diese fremden Einflüsse sind Teil unserer Lebensrealität geworden. Und solange die AfD auch das weiter leugnet, ist sie meiner Meinung nach eine anachronistische Partei, die keiner mehr brauchen wird in 5 Jahren. Absolut. Und sie haben ja auch nicht verstanden, wie das rechte Spiel geht. Ne? Also im Grunde geht es ja in einer rechten Partei darum, ein klares Feindbild zu haben. Und das klare Feindbild war lange natürlich der Islamist. Das hat in der sogenannten Flüchtlingskrise funktioniert. Da konnte man den an die Wand stellen und sagen, hier, der kommt jetzt, da kommen die Messermörder und die werden uns alle umbringen und die werden uns unsere Frauen wegnehmen und dieses ganze Geschwätz. So, das ist jetzt im Moment nicht das ganz große Thema. Aber im Grunde hat die AfD
sich noch nicht mal entschieden, will sie jetzt eigentlich eine Partei sein, die für Deutschland kämpft? Will sie eine Partei sein, die sagt, wir sind Deutschland und wir müssen unsere deutschen Werte hochhalten? Oder wollen sie, was ja eigentlich innerhalb der europäischen Rechten der Standard geworden ist, die Festung Europa verteidigen gegen alle anderen? Schon da haben sie sich nicht entschieden. Und sie haben auch nicht verstanden, dass alle großen Rechten, die jemals erfolgreich waren, wussten, dass der eigentliche Feind natürlich nur erstmal der Islamist ist oder der sogenannte Messermörder, sondern dass im Grunde der Feind der Liberalismus ist. Das war immer der große Gegner der Rechten. Die Amerikaner, die Amerikanisierung und was da alles kam. Das heißt, da müssten sie eigentlich ansetzen. Das Problem ist aber, dass in ihrer eigenen Partei viel zu viele radikal-liberale Kräfte sitzen immer noch, die eben eigentlich wollen, dass die D-Mark zurückkommt und die eigentlich einen Wirtschaftsliberalismus wollen, gegen den Friedrich Merz schon fast ein Linker ist. Also die wissen gar nicht, wo sie eigentlich hinwollen. Wo ist jetzt der Feind, den sie angreifen? Und ohne den Feind ist auch die Rechte nichts. Und deswegen würde ich dir zustimmen, da im Moment glaube ich nicht, dass dabei noch viel rumkommt. Na, es ist unklar. Es kann durchaus sein, dass sie sich weiter zersplittert und die Fraktion um Höcke, ich weiß gar nicht, ob Poggenburg noch existiert, aber Brandner, sich abgrenzt und abspaltet vom Kern der AfD. Dann würde die AfD weiter an Stimmen verlieren, da bin ich recht sicher. Und ihr würde das gleiche Schicksal drohen wie Bernd Lucke, der ja damals auch eine ähnliche Idee hatte und daran gescheitert ist, dass die unterschiedlichen Kräfte in der AfD nicht hinter ihm standen und er dann frustriert aufgeben musste und eine neue Partei gegründet hat, die jetzt irgendwo unter ferner Liefen firmiert. Ich glaube, da genau, die Frauke Petri, die hatte auch eine neue Partei gegründet, die Blauen oder die so. Die Blauen, was ist das eigentlich? Was für eine Scheiße, da ist die AfD das Original schon blau und dann gründest du eine neue Partei, dann nenne ich mich doch anders, die Braunen oder die Scheißer oder was weiß ich, aber doch nicht ja, die aber Blauen, das ist ja. Das ist genau, das ist aber das Ding, wenn sich diese Parteien, die sich oft ja zusammensetzen aus sehr unterschiedlichen, zum Teil sehr radikalen Kräften, dann spalten und wenn sie innerparteiliche Kämpfe plötzlich auszutragen haben, dann diffundieren die irgendwann. Also dann wird es immer kleinteiliger, bis sie irgendwann verschwinden und gar nicht mehr da sind. Und ich glaube, das ist jetzt ein gewagter Ausblick, aber ich glaube, das wird der AfD bevorstehen, wenn sie es nicht schafft. Und das muss Weidel und das muss auch Gauland im hohen Alter noch schaffen und Meuthen, diese Kräfte wie Höcke oder die eben in der AfD gegen die AfD sehr erfolgreich übrigens agieren, aus der Partei zumindest an den Rand zu drängen oder aus der Partei zu drängen. Sonst sehe ich für die AfD in den nächsten Jahren keine Chance. Denn wie du richtig gesagt hast, erstens ist die Gesellschaft anders, in der wir leben. Und zweitens sind die Themen auch nicht mehr da, über die die AfD sprechen will. Und da fällt mir gerade was ein, während du das sagst, dass sie im Grunde sich immer weiter zersplittern. Sie haben sich im Laufe der Zeit immer weiter radikalisiert. Lucke, Petri, dann Gauland weg, dann die Fraktion um Höcke, auf der anderen Seite noch Meuthen als letzte halbwegs liberale Kraft innerhalb des Koordinatensystems der AfD. Das heißt, sie haben sich immer weiter radikalisiert, zersplittert und haben im Grunde immer kleinere Zielgruppen nur noch ansprechen können. Und damit passiert eigentlich mit ihnen genau das, was sie eigentlich selbst als rechtsextreme Kraft wollen, nämlich es ist wie so ein Trichter. Ne? Also eigentlich sagt ja eine rechte Partei wie auch die AfD, am Ende schließen wir alle aus. Also zuerst werden alle ausgeschlossen, die aus die muslimischen Migrationshintergrund haben. Dann wollen wir irgendwann gar keine Ausländer mehr, die nicht mehr aus Europa kommen. Irgendwann wollen wir auch keine Ausländer mehr, die aus Europa kommen. Dann ist alles nur noch deutsch, national, völkisch. Dann schließen wir danach nach sexueller Identität aus. Dann schließen wir die Diversen aus, die Nichtbinären, die Schwulen, die Transen. Das heißt, bis du am Ende eben ankommst bei so einem die deutsche Familie mit Mutter, Vater und ein oder zwei Kindern als einziges Lebensmodell. Das heißt, mit ihnen passiert genau das. Sie verengen sich so sehr auf einen immer kleineren Kreis, wie sie das eigentlich als Ziel haben mit allen Gruppen, die sie ausschließen wollen. Ja, so ist es. Und die Sturheit und Borniertheit auch der Parteiführung, die sich ja, finde ich, im Gestus und Habitus von Alice Weidel perfekt ausdrückt, die führt eben auch noch dazu, dass sie das nicht erkennen. Dass sie einfach auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, schlicht und einfach, um damit Wählerstimmen zu generieren, was ja für eine Partei das Wichtigste ist erstmal. Aber da sind sie mit sich selbst sehr beschäftigt und das ist für uns doch auch gut, sagen wir mal für uns Demokraten, wir sind ja eher
Pseudodemokraten, aber es ist jedenfalls für uns im Moment, bewahrt uns das davor, dass die AfD in den nächsten Jahren irgendwann wieder Gesprächsthema sein wird. Richtig. Und es gibt natürlich uns beiden die Chance, uns hier als Demokraten zu verkaufen und unsere eigene extreme Partei langsam an den Start zu bringen und selbst zu Diktatoren zu werden. Denn warum haben wir das alles so genau analysiert? Warum wissen wir das alles so genau? Weil wir natürlich genau wissen, wie man es macht und deswegen von den Fehlern der anderen lernen, um es anschließend in unserer kleinen Diktatur, die wir hier in unserem Podcast nach und nach aufbauen werden, besser zu machen. SS, die Podcast-Partei. Könnten wir machen, oder? Ja. Wollen wir noch ein U dazwischen setzen, damit es nicht ganz so auffällig ist und wir noch ein paar mehr Wähler kriegen und uns nicht gleich so zerfasern wie die AfD gerade? Vielleicht SUS? Da denken wir doch SOS. Oh ja, SOS. Ah nee, SUS. Ah, klingt auch gut. Auf jeden Fall Alarm. Nee, SS finde ich besser. Das ist provokant. Ja? Das bringt uns erstmal Wählerstimmen, zwar aus dem falschen Lager, aber wie gesagt, die können wir auch gebrauchen. Das Lager ist doch gar nicht mehr entscheidend. Hauptsache, wir sind eine Bank für die Frustrationen anderer. Darum geht's doch, wenn man politisch erfolgreich sein will. So, ich habe noch zwei Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Du hast sicher auch noch irgendwas? Ich habe auch noch was, ja. Ich habe auch noch ein größeres Thema. Aber mach du mal erst nahe deins und dann komme ich danach mit meinem. Gut, ich wollte mit dir heute, ich weiß gar nicht, ob das so passt, aber vielleicht machen wir es einfach und finden heraus, ob es passt, über Gefühle sprechen. Oh, schön. Und ich wollte dich ganz zu Anfang fragen, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Ob du ein Mensch bist, der seine Gefühle sehr genau wahrnimmt oder ob du Schwierigkeiten hast, sie zu äußern. Wie nah bist du an deinen Gefühlen? Scheiß Thema für mich. Ich habe keine Gefühle. Ich halte Gefühle für eine Konvention und habe Gefühle rechtzeitig abgeschafft in meinem Leben. Nein, Quatsch, nein, überhaupt nicht. Großes Thema. Also ich würde von mir selbst sagen, dass ich bin sehr sicher, dass ich im tiefsten Inneren wesentlich emotionaler bin, als man mir das wahrscheinlich von außen zutrauen würde. Also die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, der ist irgendwie, Gefühle spielen für den keine große Rolle, der hat wahrscheinlich keine großen oder sie nimmt sie nicht wahr, drückt sie weg oder macht sonst irgendwas. Ich glaube ja, also ich bin in meinen Entscheidungen, glaube ich, nicht so sehr von Gefühlen geleitet, aber ich habe sehr viele widerstrebende Gefühle in mir, die ich dann lange hin und her wälze und versuche irgendwie zu ordnen, ohne das aber zwangsläufig immer mitzuteilen, weil ich in der Mitteilung dann tatsächlich recht große Hemmungen habe, das zu tun, weil ich irgendwie so groß geworden bin mit der Prämisse, Gefühle zeigen heißt Schwäche zeigen und Schwäche zeigen heißt in anderen Stärke provozieren und damit im Zweifel unterlegen sein. Das ist so ein bisschen meine Genese, was Gefühle angeht. Also es ist so die Welt, aus der ich komme. Und deswegen glaube ich, mache ich viele Gefühle zunächst mit mir selbst aus, nehme sie aber sehr genau wahr, nehme auch vieles sehr früh wahr und stelle erst später fest, dass ich mit meiner Wahrnehmung richtig lag, obwohl ich sie mir vielleicht ausgeredet habe und nehme das wahr, aber in der Kommunikation, glaube ich, würden viele Menschen aus meinem Umfeld sagen, hapert's manchmal, aber nicht immer. Ist besser geworden. Ja, hat mich gebessert. Ja. Wie ist bei dir? Ja, bei mir ist es so, ich habe dieses Thema jetzt gar nicht so persönlich aufarbeiten wollen, aber wir können auch gerne über das Persönliche sprechen. Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre erst lernen müssen, mit meinen Gefühlen umzugehen oder sie überhaupt erst zu erkennen. Und ich hatte lange Jahre wie so eine Schicht zwischen mir, zwischen meinem Verstand und den Gefühlen, eine große Ungewissheit. Was fühle ich eigentlich gerade? Und was kann ich von dem, was ich fühle, zulassen? Und was muss ich durch den Verstand einordnen, eingrenzen, beherrschen oder sogar vermeiden? Und da gibt's ja viele Gefühle. Wut zum Beispiel, eine ungehemmte Wut, eine ungezügelte Wut, die muss man ja im Zaum halten. Muss man nicht, aber sollte man, damit sie nicht zu einer Aggression wird, die andere Menschen verletzen kann. Und irgendwie war das so für mich in den ersten 20, 30 Jahren meines Lebens ein Mysterium. Ich wusste nicht, wie ich damit mir umzugehen hatte. Und ich habe dann gemerkt, je älter ich wurde,
und je erfahrener auch ich im Umgang mit mir selbst wurde, dass ich an Angst verloren habe, mich meinen Gefühlen zu stellen und diese Gefühle als Teil von mir akzeptiert habe und gelernt habe, mit diesem Teil umzugehen. Und bis zum heutigen Tage ist das so geblieben. Also ich kann mittlerweile relativ gut einordnen, was ein Gefühl ist, wie es entsteht und wie ich damit umzugehen habe. Aber manchmal sind ja Gefühle auch sehr bunt gemischt und es ist nicht ein eindeutiges Gefühl, sondern man ist irgendwie zu einem kleinen Teil gekränkt und zu einem anderen Teil ist man doch sehnsüchtig und zu einem anderen Teil will man vielleicht stolz bleiben. Also da gibt's ganz viele unterschiedliche Kombinationen und ich würde sagen, ich habe mittlerweile einen ganz guten Draht zu mir und meinen Gefühlen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es war bei mir ein bisschen anders, aber vielleicht verwandt. Also ich habe auch lange gebraucht, überhaupt anzuerkennen, dass es sowas wie Gefühle gibt. Also ich glaube, ich habe die lange versucht abzudrängen in Vernunft, in Logik, in Erklärung, in so quasi in so Stützräder des Lebens, ne, die einem so das alltägliche Funktionieren erleichtern, ohne dass man sich da zu sehr einlassen muss. Deswegen wurde mir auch immer wieder vor allem von weiblicher Seite wurde mir gerne gesagt, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Das ist ein Satz, den ich oft gehört habe. Und ich dann immer dachte, das stimmt überhaupt, eigentlich stimmt es gar nicht. Ich habe den Zugang schon, aber ich mache ihn mit mir selbst aus und dränge das eher weg. War immer so auch, dass man gewisse Gefühle, ich habe ja jetzt vorhin vor allem von Gefühlen der Schwäche gesprochen, aber es gibt ja, wie du völlig richtig sagst, auch Gefühle der Kraft und der Stärke. Also Wut zum Beispiel ist ja ein sehr energetisches Gefühl oder ein Gefühl, das einem sehr viel geben kann, das einem auch sehr viel Antrieb geben kann, wenn man die Wut kanalisieren kann. Das ist ja sehr wichtig und ich habe mich da eher so für geschämt, dass es das gab, obwohl ich massiv Wut hatte und auch Aggression in mir hatte, die ich gar nicht leben wollte und leben musste, aber die ich so in mir hatte oder so und lange Zeit habe ich das, glaube ich, zurückgehalten. Das hat sich irgendwann gewandelt und dann hatte ich so ein paar Jahre so eine Gegenrichtung, wo ich das einfach rausgelassen habe und einfach viel geschimpft habe und dann auch sehr, sehr ungerecht war. Aber es war, alles war irgendwie ungeschickt. Also der Umgang war eigentlich immer, war eher so wie einer, der nicht so richtig laufen gelernt hat in der Hinsicht. Ja, es gibt ein kleines Büchlein von einem Menschen aus Freiburg, der heißt Klaus Jacobi. Der hat über Aristoteles und den rechten Umgang mit Gefühlen geschrieben. Bin gerade sehr mit Aristoteles beschäftigt, weil ich ihn unglaublich, spannend ist ein falsches Wort, aber so bereichernd finde. Und gerade die Antike mit ihren vielen Philosophen ist etwas, worauf wir heute viel häufiger zurückgreifen könnten, müssten, sollten, um die Prozesse zu verstehen, die uns beschäftigen. Mhm. Und einer dieser Prozesse ist zum Beispiel in der Frage begründet, ob wir nicht in einer Gesellschaft der fehlgeleiteten Gefühle leben. Ob wir nicht in einer Gesellschaft sind, in der nicht mehr unterschieden wird zwischen einem individuellen Gefühl und einem kollektiven Gefühl und wo der Übergang ist vom Individuellen zum Kollektiven. Ob wir in einer Gesellschaft leben, in der weibliche Gefühle nicht unterschieden werden von männlichen Gefühlen und respektiert werden als unterschiedliche Gefühle. Und ob es vielleicht am Ende so ist, dass unsere Gefühle, die wir oft sehr kollektiv erleben, in Sphären landen, die wir gar nicht mehr beherrschen können und dort eine Eigendynamik entwickeln, die dazu führt, dass wir Debatten, öffentliche Debatten, Vorverurteilungen nicht mehr rational führen, also mit dem Verstand und der Vernunft, sondern nur noch emotional. Und das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und die eben ausgehend von diesem aristotelischen Gedanken auch bis zum heutigen Tage, finde ich, eine sehr wichtige Frage ist in allen Themen, die wir hier besprechen. Weil eigentlich kann man ja diagnostizieren, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich das Gefühl überbetont und die fast das Gefühl zu einer Art Gesetz macht. Also der Satz, ich habe das Gefühl, das oder ich fühle mich dabei so und so, ist ja im Grunde ein Garant
um jedes Argument im Zweifel zu ersetzen. Das heißt nicht, dass alle, die mit Gefühlen argumentieren, das im Sinn haben oder das Ziel haben oder nicht in der Lage sind, vernünftig oder rational zu argumentieren. Aber wir leben schon in einer Zeit, in der das Gefühl ganz zentral ist. Meistens aber ist es ja so eine Schrumpfform von Gefühl, nämlich meistens wird es reduziert auf Gefühle des Leidens, auf Gefühle der Ohnmacht, der Schwäche, die dann eben zu Recht zunächst ernst genommen wird, wo aber weiter als die Kommunikation dieses Gefühls gar nichts abverlangt wird. Ja, es wird aber auch banalisiert, ne? Dadurch, dass der Begriff des Fühlens zu etwas sehr Gewöhnlichem wird, was gar nicht mehr einen Bezug hat auch zu dem Kontext und der Person, die dieses Gefühl hat. Also ich sage das jetzt, weil mir ein Beispiel in den Kopf kommt, nämlich ein Fußballspiel, der Reporter steht am Spielfeldrand, der Spieler schießt ein Tor und der Reporter fragt anschließend, was haben Sie gefühlt, als Sie das Tor geschossen haben? Also vollkommen inflationärer Umgang mit Gefühlen, ja, und eine Banalisierung, auf die der Fußballer, ja, gar keine Antwort geben kann, weil er, ja, sagen müsste, wie habe ich mich eigentlich heute Morgen vor dem Spiel gefühlt und was, ja, ist passiert während des Spiels und was ist in dem Moment zustande gekommen, als ich dann das Tor geschossen habe und wie fühle ich mich eigentlich jetzt, wo sie mir diese dumme Frage stellen. Ja, ne? Und ganz ehrlich, das war doch wirklich im Grundkurs Journalismus wirklich das Erste, was du am ersten Tag gelernt hast, die dümmste Frage, die du jemandem stellen kannst, insbesondere einem Sportler, ist nach dem Spiel, wie fühlen Sie sich jetzt? Was, Horror, ist das für eine blöde Frage? Horror. Wie soll er sich jetzt fühlen? Und es war gestern auch so. Und es war gestern, ja, auch, genau, so, dass bei den Wahlsendungen Politiker gefragt werden, wie sie sich fühlen. Das ist eine ganz unemotionale Angelegenheit, die da stattfindet. Und das, total, Gefühl hat da meiner Meinung nach auch nichts zu suchen. Und diese, nein, Frage ist eine Frechheit. Das ist absolute Scheiße. Es ist ja, wie wenn man uns fragen würde nach einer Show, so, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ja, ich fühle mich, ja, wie ich mich nach einer Show fühle. Ich, ja, kann dann sagen, oder das heute geht war's Sie gut. Nichts an. Genau, oder ich, aber ich habe da keine großen Gefühle. Und so wie ein Fußballer wahrscheinlich auch keine großen Gefühle hat, es sei denn, er wird gerade Weltmeister oder so. Ja, dann vielleicht. Aber ansonsten macht er seinen Job und sagt dann nach dem Spiel, genau wie wir, wenn wir von der Bühne gehen, ja, keine Ahnung, heute war ich sehr fit oder heute war ich sehr schnell oder heute war ich unzufrieden mit mir habe vielleicht nicht so reagiert, wie ich wollte, oder irgendwas hat mir wehgetan im Bein oder heute war der Gegner besonders gut. Aber das sind ja alles schon. Das sind ja alles schon Dinge, die auf einer analytischen Ebene verhandelt werden, ja, und eben nicht auf einer gefühlsmäßigen, weil, ja, gefühlsmäßig, ja, das ist halt, I fucking made my job, hoffentlich. Wenn der, ja, ich da immer übermannt wäre von Gefühlen, dann wäre ich im falschen Beruf, als Fußballer genau wie wir. Ja, und deswegen glaube ich, dass dieses Thema total wichtig ist, weil wir brauchen eigentlich wieder eine Rückführung der Gefühle dorthin, wo sie hingehören. Und ich finde, es gibt ganz viele Bereiche, in denen Gefühle nichts zu suchen haben. Ich finde, zum Beispiel in der Juristik, in der Rechtswissenschaft, haben Gefühle nichts zu suchen. Es, ja, reicht nicht zu sagen, ich habe das Gefühl, jemand hätte ein Verbrechen begangen. Sondern es geht da um Beweise, es geht um eine Anklage und am Ende geht es um ein Urteil. Und damit hat sich das Ganze. So gibt es auch andere Bereiche, auch beim Sport zum Beispiel oder keine Ahnung, es gibt viele Bereiche, in denen man sagen muss, hier muss das Gefühl, übrigens auch das kollektive Gefühl, was sich ja mittlerweile durch Medien potenzieren kann, wieder dorthin zurückgeführt werden, wo es hingehört, nämlich zum Individuum und nicht in den Bereich der Öffentlichkeit, indem man es zur Grundlage öffentlicher Debatten macht. Genau, es ist eigentlich etwas sehr Privates, wo man es erstens in erster Linie lassen sollte. Und wenn es den öffentlichen Raum betritt, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig und sehr differenziert damit umgehen und wirklich eine Sprache finden, die Gefühle ausdrücken kann. Das ist ja das Nächste. Also das, was wir häufig, wenn wir im öffentlichen Raum über Gefühle reden und über ihre Bedeutung, dann ist das ja so eine Vulgarisierung dessen, was Gefühl eigentlich ist, weil jeder hat ein Gefühl, äußert es und dann ist man entweder mitleidig, was sowieso das die schlimmste Reaktion ist, Mitleid, wenn schon dann bitte mit Gefühl, aber nicht mit Leid, oder man echauffiert sich, dann kocht es sich hoch und alle sind am Ende wütend darüber, dass die anderen wütend sind und diese Wut äußern. Das ist alles nicht produktiv. Spannend wäre ja mal wirklich. Ja, das ist vor allen Dingen nicht sachlich, ne? Es ist nicht richtig sachlich.
Und die Frage ist ja, gibt es eine Sprache des Gefühls, die für den öffentlichen Raum bestimmt wäre, die den widerstreitenden Gefühlen, die in uns allen sind, das ist ja in uns allen unendlich viel, was parallel läuft, was widersprüchlich ist, was nicht zusammenpasst, Gefühle des Zorns, der Abneigung, der Zuneigung, Wünsche nach Nähe, Wünsche nach Abstand, Wünsche nach beidem. Manchmal weiß man selbst nicht, was man eigentlich genau gerade will oder was für ein Gefühl gerade dominiert, und es ist alles durcheinander. Und das ist ja eigentlich Gefühl, also das ganze Chaos, das Gefühle in einem selbst auslösen können, schon im Alltäglichen. Und dafür eine Sprache zu finden und dafür eine Haltung zu finden, das wäre eigentlich eine Aufgabe. Und zwar dann eine Sprache, die frei ist von Anklage, Vorwurf oder Beleidigung oder selbstbeleidigtem Zurückziehen. Ich komme nochmal auf das Sachliche. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen mittlerweile, dadurch, dass wir in einem viel größeren Kollektiv leben, als wir das noch vor 20 Jahren vor, nicht Erfindung, aber Verbreitung des Internets getan haben, dass ganz viele Leute versäumen, sich selbst und seine eigenen Motive zu erkennen und einzuordnen, bevor sie sich in anderen Dingen wiedererkennen. Und dadurch so eine Art Projektion entsteht, die eine ganz fatale Energie erzeugt. Nämlich, dass man relativ schnell glaubt, mit vielen anderen Gleichgesinnten in einer Gruppe zu sein und aus diesem Gedanken heraus in der Mehrheit zu sein, eine bestimmte Handlungsberechtigung sich zieht. Und das wird oft sehr ungerecht und führt dazu, dass wir nicht mehr sachlich miteinander umgehen. Und das ist etwas, was ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand auch vieler Diskussionen ist und übrigens auch von Armin Laschet gestern in der Runde geäußert wurde, dass wir in Deutschland wieder respektvollen Umgang brauchen. Das haben ja selbst die politischen Parteien erkannt, dass es sehr viel mit respektvollem Umgang zu tun hat, dass man andere auch mal gelten lässt und nicht seine eigene Befindlichkeit zum Maßstab aller Dinge sagt und dann andere einfach überfährt und sagt, so ist es nun mal. Es gibt keine andere Alternative. Und das hat den Ursprung tatsächlich darin, dass wir unsere Gefühle, ich sag's mal simpel, zu wichtig nehmen. In der Öffentlichkeit zu wichtig nehmen. Ich habe auch immer ich habe da auch selber ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich immer selbst auch den Eindruck habe, ich möchte eigentlich die Welt mit meinen Gefühlen gar nicht so belasten, belatschern. Das ist doch alles, kann doch in mir stattfinden. Das kann ich doch mit den Leuten, mit denen ich privat zu tun habe, klären. Aber ich möchte nicht die Welt mit meinen Gefühlen zusulzen, voll labern, was auch immer. Das ist doch Unentschiedenheiten reden, aber ja. Entschuldige, jetzt kommt das Allergeilste. Jetzt ist es nicht nur so, dass manche oder viele Menschen, zu viele Menschen, ihre Gefühle, ihre Befindlichkeiten zum Maßstab ihres Handelns, aber auch zum Maßstab des Handelns der anderen machen, sondern sie verlangen auch, dass ihre Gefühle nicht verletzt werden. Ja, also und machen das sozusagen zum Urteil über richtig und falsch und zum Zentrum eines Weltbildes, in dem es nur schwarz und weiß, richtig und falsch, gegen mich und für mich gibt. Und das ist natürlich dann eine absolute Sackgasse, in die man gerät, weil, das hatten wir schon oft gesagt, jeder jederzeit ein Gefühl haben kann, das man verletzen kann. Und es aber genauso viele andere Menschen gibt, deren Gefühle in dem Moment nicht verletzt werden und sie vielleicht gerade deswegen verletzt sich fühlen, weil jemand anderes ihnen sagt, er würde sich mehr verletzt fühlen. Also eine Hierarchie des Verletztseins sozusagen über den Wert ihres Gefühls herstellen. Und verletzt sein ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Du hast auf der einen Seite natürlich Leute, die sich durch etwas verletzt fühlen, wo man sagen kann, okay, ich folge dem oder mindestens möchte ich vor die Alternative gestellt werden. Ne? Wenn mir jemand sagt, das und das verletzt mich, dann kann ich mich dazu verhalten. Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, sehe ich ein, will dich nicht verletzen, will dich mit diesem oder jenem nicht verletzen, werde dies oder jenes nicht mehr tun oder nicht mehr sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich die andere, und da denke ich natürlich auch gerade an unseren Beruf, wo man einfach sagen muss, ja, gerade in unserem Beruf, gerade in der Satire, in der Komik,
kommst du nicht ohne Verletzung aus. Also fast jede Komik arbeitet irgendwann mit etwas, was als Verletzung aufgenommen werden kann, schlicht weil Komik eben oft Kritik ist. Natürlich kannst du ein Programm machen, wo du dich nur mit Themen beschäftigst, die niemanden verletzen. Aber selbst wenn du, was weiß ich, über Beziehungen redest, Männer und Frauen, könntest du theoretisch Männer verletzen oder Frauen, die sich so in einer Art und Weise dargestellt werden, wie sie eben selbst gerade sind oder nicht sind. Und es geht nicht ohne Verletzung. Man kann die Verletzung nicht zum Maßstab machen. Man kann hinhören und aufmerksam sein, wie wichtig ist mir dieses Anliegen, wie zentral ist das und wie gehe ich damit um und wo nehme ich vielleicht Rücksicht oder wo tue ich das nicht. Aber das Verletztsein an sich darf im öffentlichen Raum im Gegensatz zum privaten kein Kriterium sein. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, wenn du mich das noch ganz kurz sagen lässt. Weil im öffentlichen Raum ist Verletztsein gut, wenn man es äußert. Dies und jenes verletzt mich. Bitte ja, immer sagen. Aber nicht daraus ableiten, dass das ein Gesetz bedeutet. Im privaten Raum würde ich jederzeit sagen, klar, wenn du mit jemandem privat zu tun hast und der sagt dir, wenn du dies oder jenes tust oder dies oder jenes sagst, dann verletzt mich das, dann ist das natürlich was völlig anderes, weil dann sagst du, okay, alles klar, dann tue ich dies oder jenes nicht mehr. Aber der öffentliche Raum ist ein Raum, in dem wir uns zwar hoffentlich höflich begegnen, aber in dem eben Dinge verhandelt werden, die punktuell auch verletzend sein können. Ja, und in dem es auch einen Umgang gibt. Also in dem Umstände existieren, die ja nicht darauf ausgerichtet sind, mich zu verletzen, sondern ich kann mich davon verletzt fühlen. Aber ich kann die Umstände nicht dafür verantwortlich machen. Und das ist genau der Unterschied und das ist genau das Thema, was ich meinte. Also der private, verletzliche Mensch, der dir sagt, von Angesicht zu Angesicht, Florian, du hast mich beleidigt und das hat mir wehgetan. Der hat jedes Recht dazu, sich gegen dich und deine Angriffe gegen ihn zu schützen. Aber der private Mensch, der jetzt rausgeht aus dem Haus und da steht ein falsch geparktes Auto auf seiner Garageneinfahrt, der kann vielleicht immer noch sagen, naja, das nervt mich hier, dass dieses Auto steht, aber er kann nicht sagen, das verletzt mich, dass das Auto hier steht. Genau. Weil eben draußen viele Dinge passieren, die verletzend sein können. Und die passieren nicht so, wie man das will und so, wie es in das eigene Weltbild passt und wie man es von den anderen verlangt, dass sie sich in dieses Weltbild einfügen, sondern die passieren unabhängig davon, ob man sich davon verletzt fühlen kann oder nicht. Genau. Und die haben am Ende nichts mit dir zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, das wir völlig verloren haben. Dass Dinge nichts mit uns zu tun haben. Dass Menschen, andere Menschen Dinge sagen oder tun, nicht mit der Absicht, jemanden zu verletzen oder mit der Absicht, etwas Schlechtes zu tun, sondern dass sie schlicht handeln und dass sie so handeln, wie sie es in dem Moment für richtig halten. Und das ist eine grundlegende Unschuldsvermutung, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist, leider. Weil das ist ja eigentlich, zunächst mal wäre die Prämisse ja nicht, ich bin irgendwo im öffentlichen Raum und alle anderen um mich herum haben offensichtlich die Absicht, mir zu schaden oder etwas zu tun, was ich nicht möchte oder mich verletzen. Das ist ja völlig fehlgeleitetes Bewusstsein. Eigentlich ist das Bewusstsein ja, hier im öffentlichen Raum gibt es unendlich viele Zusammenhänge. Menschen handeln aus unterschiedlichen Notwendigkeiten, Bedürfnissen, Sehnsüchten, Absichten, alles ist dabei. Aber intentional handeln sie nicht so, als wollten sie mir etwas Schlechtes. Und das ist eigentlich ja zunächst, also ich weiß noch genau, als ich mal vor vielen Jahren eine Fernsehsendung hatte, die zum Glück nur eine Sendung hatte, so eine Parodie-Comedy-Sendung. Da war ich zu Gast bei Harald Schmidt und Harald war damals bei Sky und es war diese Endphase. Und ich hatte da diesen Piloten in der ARD, das ist Jahre her. Und dann war ich da zum Gespräch bei Harald und danach sagte Harald nach der Bühne zu mir, du, ich wünsche dir ganz Erfolg, aber merk dir immer eins, alles, was jetzt passiert, hat nichts mit dir zu tun. Und das fand ich einen so im ersten Moment kalten, aber guten Satz, weil er letztlich sagt, hey, es gibt Funktionssysteme in dieser Welt und ganz viel von dem, was mit dir passiert, hat nichts damit zu tun, dass man dich nicht mag, dass du was falsch gemacht hast, dass du unperfekt bist, dass du falsch bist, dass du schlecht bist, dass du dich falsch verhalten hast, dass du scheiße riechst oder scheiße aussiehst. Nein, es passiert
passiert einfach unendlich viel, was damit nichts zu tun hat. Und du kannst dich dann fragen, warum passiert es? Und vielleicht suchst du dann nach deinen Anteilen. Aber das wäre eigentlich ein Zugang zur Welt, der diese ganze Diskurse von, der ist mein Freund, der ist mein Feind, das verletzt mich, das nicht, etwas in den Hintergrund rückt und dadurch Entspannung bietet. Ja, und da gibt es noch zwei Aspekte, die ich ganz wichtig finde. Der eine Aspekt ist ganz simpel. Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Das ist das eine. Und hörst du mich noch? Ja, sehr. Ah, weil ich gerade einen Anruf kriege. Ich sehe gerade, Oliver Pocher ruft an. Den muss ich gleich mal zurückrufen. Ja, dann geh ran. Nein, komm, ich geh, geh doch mal ran. Lass uns doch Olli Pocher mit einbeziehen. Nein, das geht nicht. Der will mir von seinem Polizeieinsatz erzählen. Lass mich diesen Gedanken schnell zu Ende führen. Der will dir wahrscheinlich erzählen. Vielleicht ist er in U-Haft und wir müssen ihn befreien. Los, geh ran. Nee, ich schreibe ihm, ich rufe gleich an. Kann ich später anrufen, habe ich ihm jetzt gesagt. Ja, schreib ihm liebe Grüße bitte. Ganz liebe Grüße. Ich habe gesehen, er ist festgenommen worden von der Polizei. Ja. Und dachte, beim letzten Mal habe ich ihn gesehen in Berlin. Da war er bei der Attila Hildmann-Demo. Und da hat man ihn auch mit der Polizei abgeführt, weil er einfach nicht gehen wollte. Er hat so ein bisschen hat er immer wieder Polizei. Affinität und dann ist zu spektakulären hat eine Affinität, genau, und ist dann gerne auch in der Bildzeitung. Manchmal habe ich das Gefühl, er lässt sich auch festnehmen, damit er in die Bildzeitung kommt. Nein. Also Olli ist ein ganz lieber Mensch. Aber bitte liebe Grüße. Ja, das sagst du ironisch, ich sag's ernst. Olli ist ein ganz lieber Mensch, der sehr streitbar ist. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen. Ich habe da keine öffentliche Meinung zu. So, ich habe eine öffentliche Meinung und ich habe alles, was ich öffentlich denke, habe ich gerade schon gesagt. Ja, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Leute, die in der Öffentlichkeit sympathisch wirken, aber privat große Arschlöcher sind, da gibt's nämlich viele. Und Leute, die privat super nett sind und in der Öffentlichkeit für Arschlöcher gehalten werden. Machen wir mal eine extra Folge drüber. Wo gehören wir eigentlich hin? Wir sind beides. Wir können beides jederzeit sein. Für Privat-Arschlöcher und beruflich hier auch. Deswegen hört ihr uns doch. Das kann auch wechseln. Also pass auf, ich will die Theorie nochmal kurz aufgreifen, weil ich sie ganz spannend fand. Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die gehen absichtlich, also sei nicht in der Küche, wenn du die Hitze nicht erträgst. Jetzt gibt es Leute, die gehen absichtlich in Minenfelder oder in Schusslinien hinein und wundern sich dann, wenn sie getroffen werden. Und das ist natürlich absurd, weil es gibt so viele Dinge, die auf der Welt passieren tagtäglich, dass du ja auch einen gewissen Selbstschutz entwickeln musst, wenn du schon weißt, dass du ein sehr empfindlicher Mensch bist oder sehr schnell auch verletzt sein kannst. Also es wäre die simpelste Reaktion, die man hat, wenn man weiß, okay, da ist es gefährlich, da werden Dinge gesagt, da herrscht ein Tonfall, da werden vielleicht Dinge sogar behauptet und entstehen Stimmungen, die mir wehtun können, dass man dann sagt, na, das meide ich doch lieber. Es gibt dieses Buch, von dem ich dir mal erzählt habe, nämlich von Terry Warner, das ist ein amerikanischer Soziologe und Psychologe, der beschreibt, dass ein Großteil unserer menschlichen Gefühle und Empfindungen von Verletztheit und von Empfindsamkeit damit zu tun haben, entschuldige, dass wir die Verantwortung für unsere Gefühle und das Entstehen dieser Gefühle den anderen in die Schuhe schieben. Also, dass wir sagen, der hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht gut fühle. Der ist schuld, dass ich verletzt wurde. Dabei könnte man ja auch sagen, ich bin unverletzlich. Niemand, den ich nicht kenne, vermag es, mich zu verletzen, weil ich eine Integrität habe, die unantastbar ist. Und das ist, glaube ich, das, wohin wir müssen. Also, ich muss mal grad einen Bonbon hier nehmen. Bitte mach das. Das ist ja fürchterlich heute. Sonst atmest du immer lauter, als ich spreche. Heute hustest du lauter, als du sonst atmest. Und das muss man erstmal hinkriegen. Erzähl. So sympathisch. Und dann wundern wir uns, warum uns nur Männer hören, die mit uns abhusten. Männer der oberen Altersklasse. Ja, mach das. Kratzen und an den Fingern riechend. Ja, wunderbar. Wie Jogi Löw. Und dann noch Nivea drauf. Oh Gott. Das ist mein Corona-Test übrigens, ne? Corona-Schnelltest. Sack kratzen, Finger riechen. Wenn du nichts mehr siehst, siehst du deinen Penis sauber oder hast Corona. In zwei Minuten wieder alles zerstört. Es ging bergab in dem Moment, in dem Olli Pocher angerufen hat. Da ist diese Olli Pocher-Energie auf uns rübergesprungen. Das haben wir jetzt davon. Uns inspiriert. Aber mein Gedanke ist auch flöten gegangen. Ist ja auch egal. Die anderen sind verantwortlich für die eigenen Befindlichkeiten. Genau. Und das sind sie natürlich nicht. Und in dem Moment, und das war eigentlich der Anschluss, den ich an dieser Stelle finden wollte, natürlich sind die anderen dafür nicht verantwortlich. Es ist ja das sage ich ja auch. Aber das macht man oft.
Genau, und die Frage ist ja auch immer, wie viel Macht gebe ich eigentlich anderen über mich selbst? Ja? Das heißt, in dem Moment, in dem ich von jedem oder von sehr vielen verletzt und angreifbar bin, bin ich ja jemand, der sehr wenig, sagen wir mal, Selbstwirksamkeit hat, sondern ich gebe den anderen die Kraft und die Macht über mein Befinden, ja, über mein Wohlbefinden. Ja, oder über das Maß meines Selbstschutzes zu entscheiden. Und das ist ja eine ungeheure Machtgeste. Warum sollen andere diese Macht über mich haben? Schon deshalb möchte ich mich nicht verletzt fühlen. Und wenn ich es tue, weiß ich nicht, ob ich sage. Weil ich gar nicht möchte, dass andere Menschen diese Macht in meinem Leben haben. Weil ich über mich selbst in einer Form der Selbstermächtigung, Selbstermächtigungsgesetze leben möchte. Und nicht, weil andere mir das vorgeben. So. Du hattest noch ein anderes Thema. Ich finde, das haben wir sehr gut besprochen mit den Gefühlen. Das war doch ein gutes Thema, oder nicht? Das war ein sehr gutes Thema. Das haben wir sogar im Rahmen unserer Möglichkeiten mit ganz kurzen Sackkratz und anderen Unterbrechungen sehr vollständig aufgelockert. Richtig, genau. Also da kann jetzt keiner sagen, jetzt habt ihr wieder abgebrochen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch mit dem Thema Gefühle verletzt haben oder das Gefühl habt, wir haben das Thema nicht beendet oder zu spät beendet, dann bitte schreibt mir über Instagram. Oh, oh Gott. Ihr könnt auch über Twitter schreiben. Ich habe überall Twitter live und so. Oder lasst es bleiben. Und wenn ihr euch über... Wenn ihr euch über das Old White Man Husten meines lieben Kompagnons beschweren wollt, dann schreibt an die Marlene Dietrich Allee an Radio 1, Robert Skopin und Patricia Schlesinger. Genau. So, ich wollte tatsächlich über ein Thema mit dir sprechen, was ein bisschen sogar anschließt an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar wollte ich mit dir über das Thema Distanz und Abstand sprechen. Und tatsächlich kamen wir eben schon so ein bisschen drauf über das, was lassen wir zu, wie viel Macht geben wir anderen. Und ich kam aber über einen anderen Zugang dazu. Ich wollte also gar nicht so sehr jetzt über die private Welt der Distanz reden, sondern aus einem anderen Grund. Im Sommer, als wir Sommerpause hatten, ist ja etwas passiert. Und als das war, dachte ich sofort, da müsste ich mit dir drüber reden, aber du warst ja nicht da. Und zwar ging es um die Entscheidung der Amazon Studios, Schauspieler, die queere Menschen spielen, die Schwule spielen oder wen auch immer, nur noch mit entsprechend queeren und schwulen Darstellern zu besetzen. Und ich fand das, wie sicher sehr viele andere auch, komplett falsch und komplett daneben, weil ich der Auffassung bin, dass das eine völlige Überbetonung von sexueller Identität ist und dass das letztlich ja genau das in den Mittelpunkt rückt, was eigentlich gar keine Rolle mehr spielen soll. Und weil ich auf der Auffassung bin, warum soll ein Schauspieler, um jemanden zu spielen, genauso sein wie der und das dann auch noch nachweisen? Wie willst du das überhaupt nachweisen? Außerdem ist es ein Zwangsouting. Genau. Kommen wir dann dahin zurück, dass man gefragt wird, so sind sie schwul oder sind sie es nicht oder sind sie was auch immer. Und vielleicht will der Schauspieler das gar nicht sagen oder was auch immer. Also es ist eigentlich ein riesiger Rückschritt. Wir sind im Grunde wieder da, wo wir 1990 waren oder wann es war, als Rosa von Braunheim, Alfred Biolek und viele andere Prominente als schwul geoutet hat. Nur jetzt eben quasi institutionell verankert, vielleicht gegen deren Willen. So, und dann kam ich aber darauf, auf einen anderen Aspekt, und das ist der, über den ich eigentlich mit dir sprechen wollte, nämlich, dass ja gerade der Schauspielerberuf einer ist, der vom Abstand lebt. Und zufälligerweise in diesen Tagen, als das passierte, in den Amazon-Studios, las ich einen Satz, den ich sehr schön fand, nämlich, der hieß, wichtig, ich zitiere jetzt sinngemäß, nicht ganz wörtlich, entscheidend an der Qualität eines Schauspielers ist nicht, was er mir zeigt, sondern was er mich vergessen macht. Das heißt, ist ein Satz von Ernst Jünger, das heißt, der Schauspieler zeigt mir etwas und er lässt mich eigentlich vergessen, wer er ist, wer er wirklich ist, wie er lebt, was er denkt, wie er privat ist, sondern ich sehe voll und ganz die Figur, die er spielt. Und jetzt ist meine Frage an dich, haben wir das Bewusstsein für einen produktiven Abstand, für eine Distanz zu uns, zu unseren Rollen, die wir spielen, und das müssen keine Schauspielerrollen sein, das können auch alltägliche Rollen sein, haben wir den Abstand verloren oder haben wir noch ein Bewusstsein für Distanz und worin könnte das Produktive der Distanz liegen? Puh, das ist eine schwere Frage, aber eine gute Frage, auf die ich gerne antworten möchte.
weil sie natürlich auch meinen Beruf betrifft. Genau, ich habe also aber wir noch eine gern, Gegenfrage. Ja. Okay. Ich verstehe den Begriff der Distanz nicht genau. Was meinst du mit Distanz? Distanz also, zu sich selbst, also eine gewisse gesunde Distanz zu dem, was man macht, also eine fehlende Identifikation oder zum Publikum? Das kann beides sein. Also das will ich gar nicht festlegen. Das ist beides möglich. Also ich glaube, rein professionell betrachtet braucht der Darsteller oder der Schauspieler oder was auch immer, braucht nach meiner Wahrnehmung immer eine Distanz zu sich, zu der Sache, zum Publikum, zu allem. Sonst, wenn er in dieser Form identisch mit sich würde, wie das beispielsweise in einer solchen Entscheidung verlangt wird, ist meines Erachtens der künstlerische Prozess tot. Und vielleicht gilt für hier, wie für vieles, worüber wir schon gesprochen haben, diese Analogie. Vielleicht sind wir auch dann in einer gewissen Hinsicht abgestorben oder tot, wenn wir eine Distanz zu uns selbst verlieren. Okay, das verstehe ich. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also lass mich darauf antworten. Es geht vielleicht am einfachsten mit zwei Theorien zum Schauspiel, die du sicher kennst. Es gibt den Stanislavski-Ansatz und es gibt den Ansatz von Leo Strasberg. Das Method Acting, wie man das auch nennt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Theorien ist, dass bei Strasberg der Schauspieler die Rolle in sich selbst findet. Das heißt, die Rolle ist ein Teil seiner selbst, den er durch Arbeit, durch Forschung so weit aus sich herausholen kann, bis dieser manchmal sogar minimale Teil seiner selbst übergroß sichtbar wird und für den Schauspieler beherrschbar, erkennbar. Er kann damit umgehen. Und er kann es sogar so leblos werden lassen, dass es für den Zuschauer in dem Moment, in dem er es verkörpert, so aussieht, als wäre er das. Aber er spielt das nur. Trotzdem ist die Grundlage bei Strasberg, dass der Schauspieler kennt, was er spielt. Es ist nämlich er selbst. Er spielt einen Teil von sich und überträgt vielleicht sogar eine Geschichte, die ähnliche Teile enthalten kann, auf sich, um die Teile dann deckungsgleich zu machen. Bei Stanislavski ist es anders. Bei Stanislavski spielt der Schauspieler etwas nach. Also er stellt sich vor, wie etwas ist und das verkörpert er dann in seiner Vorstellung. Das hat natürlich Parallelen, weil in der Vorstellung von etwas, das man nachspielt, auch etwas enthalten sein muss, das man von sich selbst kennt. Aber im Gegensatz zu Strasberg, wo es fast eine psychoanalytische Komponente hat, die Rolle zu definieren und zu erkunden und zu ergründen, ist es bei Stanislavski eher ein technischer Prozess. Und das ist sehr wichtig, wenn du heute als Schauspieler arbeitest, dann musst du diese Distanz, von der du eben gesprochen hast, zu dir selbst erstmal haben. Denn du wärst, vielleicht verbinden wir es noch mit dem anderen Thema von eben, zu verletzlich. Du würdest Bereiche in dir entdecken, du müsstest mit diesen Bereichen und zwar unter Beobachtung in der Öffentlichkeit umgehen, von denen du gar nicht weißt, was sie alles beinhalten. Welche empfindlichen Stellen, welche Traumata, welche Unschlüssigkeiten und angreifbaren Stellen auch darin enthalten sind. Und deshalb ist der wichtigste Prozess, den der Schauspieler bei Strasberg macht, zunächst mal die Analyse und die grundlegende Erforschung seiner selbst im Zusammenhang mit der Erforschung der Rolle. Und ich kann dir ein konkretes Beispiel geben. Ich habe eine Rolle mal in meinem Leben gespielt, zu der ich nur unglaublich schwer Zugang gefunden habe. Es war nämlich die Rolle des Kindermörders Jürgen Bartsch. Der Karl-Heinz Sadrinowski eigentlich hieß, in Essen geboren wurde und dann später umgekommen ist, beziehungsweise bei einem Operationsfehler angeblich gestorben ist. Jürgen Bartsch war ein Kindermörder, der sogenannte Kirmesmörder, der in den 70er Jahren Kinder entführt hat, Jungs so um die 8 bis 10 Jahre, und diese Kinder systematisch aufgespürt hat und dann in eine Höhle gelockt hat, um sie dort zu foltern und anschließend umzubringen und dann nach allen Methoden des Kannibalismus zu zerstückeln. Und diese Geschichte dieses Menschen, diese sehr tragische Geschichte dieses Menschen, die hatte etwas damit zu tun, dass er selbst ein Adoptivkind war einer Metzgersfamilie aus Wuppertal. Ich korrigiere mich gerne, wenn ich alle Zahlen nicht aus dem Stegreif genau weiß, aber diese Familie hatte ihn adoptiert und hat ihn gefoltert, regelrecht gefoltert. Er musste Gedichte, Gebete aufsagen, musste das Fleisch in der Metzgerei zerschneiden und zerstückeln. Und daraus ist dann sozusagen dieser Wahn, diese
dieser lustvolle Wahn entstanden, Kinder zu entführen und umzubringen. Und dann irgendwann wurde das zu einem großen Prozess. Er ist gefasst worden und dann eben bei einer Operation, es sollte, glaube ich, eine Vasektomie sein oder sogar eine Kastration, ums Leben gekommen, was zu einer großen Erleichterung in der Bevölkerung geführt hat und ja sogar Züge von Lynchjustiz hatte. Diese Rolle sollte ich spielen. Und ich habe mich unglaublich bemüht. Ich habe Texte gelesen. Ich bin immer an das Limit meiner Vorstellungskraft gegangen, ob ich einen Kindermörder spielen kann. Weil natürlich dazu gehört, dass du dich identifizieren musst mit diesem Kindermörder und verstehen musst, warum er das macht. Ohne es rechtfertigen und ohne es zu legitimieren. Das ist was ganz anderes. Genau. Und da kam dann der Punkt der Distanz, die ich brauchte, die mir ermöglicht hat zu sagen, irgendwo in uns gibt es immer einen entfesselbaren Teil, der sich so entwickeln kann und so grausam werden kann, dass er zu einem Verbrechen wird. Und diesen Teil habe ich versucht in mir zu finden. Und tatsächlich eines Tages habe ich angefangen, ich bin mit dem Auto durch die Stadt gefahren, Kinder am Straßenrand zu sehen, die abends um 7, um 7:30 mit ihrem Schulranzen dort standen. Und mein Gedanke war, wenn ich jetzt wirklich es drauf anlegen würde, dann könnte ich so ein kleines Kind problemlos entführen. Und das war im ersten Moment schrecklich und es hat mich erschrocken. Und ich dachte, Gott im Himmel, ich habe Gedanken eines Kindermörders, aber es war ein Teil, der in jedem von uns vorhanden ist, so wie ich zum Beispiel auch glaube, dass jeder von uns Mörder sein kann. Ja. Ich glaube, dass jeder von uns ganz schlimme Verbrechen begehen kann, aber es ist eben ein Zeichen unserer Vernunft, unserer Zivilisation und unserer Moral und Ethik, dass wir Verbrechen nicht begehen. Und das ist die Distanz. Wenn du die nicht hast, dann kannst du auch kein guter Schauspieler sein, weil dann spielst du nicht nur einen Teil von dir selbst, sondern du verkörperst dich selbst und dazu musst du nicht Schauspieler sein. Aber dann haben wir doch hier tatsächlich vielleicht einen Prozess, der sich sogar weit über den Schauspielberuf hinaus aufs Leben anwenden lässt. Denn wenn ich dich richtig verstehe, nachdem wie du es beschreibst, dann geht ja im Grunde der Akt der Distanz über den Akt der Nähe. Das heißt, du hast quasi das Moment gehabt, wo du mit dem Auto vorbeigefahren bist und gedacht hast, boah, da sind jetzt kleine Kinder, ich könnte jetzt auch so einer sein. Ich könnte das jetzt tun, wo du sogar wie so ein, vielleicht so eine Abbiegung gesehen hast, wie das jetzt funktionieren würde oder wie das jetzt wäre, wenn du der wärst, den du spielen musst. Das heißt, nur über den Moment der Identifikation, der scheinbaren, der kurzen Identifikation, nur indem du diesen abgründigen Gedanken überhaupt zulässt, dass es möglich sein könnte, völlig ohne Moral. Nur indem du das zulässt, kannst du gleichzeitig die Distanz erzeugen. Und umgekehrt, du hast die Distanz und eben weil du die Distanz hast und weißt, du tust es nicht und deine Grenzen kennst und dir deiner selbst bewusst bist, kannst du da hinfahren und den Gedanken zulassen, eigentlich könnte ich in dieser Situation auch sein und eigentlich könnte ich jetzt den anderen Weg gehen. Das heißt, Distanz und Nähe sind, wenn ich es richtig interpretiere, im Grunde miteinander verwandt und das eine ist ohne das andere gar nicht zu haben. Das ist absolut vollkommen richtig und das ist auch sozusagen das tägliche Brot des Schauspielers und das ist auch etwas, was missbraucht werden kann. Also es ist heute wird über das Schauspielen meiner Meinung nach viel zu wenig nachgedacht und auch nicht gesprochen. Man wird sofort Schauspieler, wenn man irgendetwas nachspielen kann. Aber Schauspieler zu sein bedeutet erstmal wirklich sich zu erkennen und mit dem, was man an sich erkannt hat, umgehen zu können und dann im nächsten Schritt auch noch andere Dinge zu erkennen, die man mit sich vermischen und in der Öffentlichkeit darstellen kann. Es ist also ein hochkomplexer Vorgang, der erfordert, dass man sich auf etwas einlässt, das meinst du mit Nähe, und dann aber auch Dinge ausschließt, das meinst du wahrscheinlich mit Distanz. Und so, genau, wie ich das eben beschrieben habe, alle sind wir Menschen, wir haben alle die Veranlagung dazu, ganz schlimme Dinge zu tun. Und wenn die Konstellation stimmt und wenn die Umstände es ermöglichen, dann passieren die grausamsten Dinge. Dann wird ein Familienvater, der zwei Kinder hat, die er ganz tief und innig liebt, zum Mörder, weil seine Frau ihn verlassen hat und er der Frau irgendetwas Schlechtes tun will. Oder die kleinen Lügen, die wir haben. Wenn wir einfach nur Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie unlauter sind, weil uns in dem Moment keiner beobachtet. Wir alle haben das in uns. Aber wie wir damit umgehen und wie wir respektieren, dass auch die anderen damit umzugehen haben, das ist eben eine Frage der Zivilisation und der Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir in einer Horde von Unzivilisierten leben, die das tut, was sie will, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was der andere eigentlich dabei empfindet.
Ich war mal im Deutschen Theater. In Berlin gibt es jedes Jahr die Autorentheatertage. Und vor einigen Jahren war ich da mal, weil das Thema war Authentizitätsterrorismus, was ich schon einen großartigen Titel fand. Geil. Und da war eine ganz tolle Podiumsdiskussion. Unter anderem dabei war ein Autor, der mir immer mal wieder später auch begegnete, sich da mit John van Düffel, der war damals Dramaturg am Deutschen Theater. Und der sagte was ganz Tolles. Der sagte, dieser Begriff Authentizität, der ja auch einer meiner Hassbegriffe ist, ist eigentlich völlig missverstanden in der Art und Weise, wie wir ihn benutzen. Authentizität entsteht über ein Fremdwerden sich selbst gegenüber. Das heißt, der authentische Schauspieler, dem du abnimmst, dass er die Rolle, die er spielt, scheinbar lebt, dass bei dem du denkst, der ist jetzt diese Figur, egal wer er ist, der kommt dahin eben nicht, indem er sich diese Figur einverleibt, sich ihr gleich macht oder sich die Figur gleich macht, sondern der kommt dahin, indem er über den Moment des tiefsten, größten Abstands aus sich herausgeht, alles Authentische, was in ihm ist, zunächst verlässt, um anschließend, um in die Rolle zu gehen, alles, was in ihm ist, das ganze riesige Potenzial, seine Abgründe, seine Talente, seine Chancen, all das in die Rolle reinzulegen und dabei aber das Fremde dieser Rolle genauso anzuerkennen wie die anderen Anteile. Und dann erst kommt der Moment der Authentizität, weil sie dann sowohl die eigenen als auch die fremden Anteile so integriert, dass sie da sind, ohne zu beherrschen. Dann machen wir direkt mal eine Schauspielübung mit dir. Du hast ja auch Schauspielunterricht gehabt, ne? Wie würdest du einen König spielen? Ich würde mir definitiv keine Krone aufsetzen. Ich will ja nicht. Die Antwort ist aber falsch. Es gibt nur eine richtige Antwort. Nämlich? Gar nicht. Weil der König ist König. Der spielt sich nicht. Der wird von den anderen als König gespielt. Und das ist die Lösung. Das ist tatsächlich, du hast es eben wunderbar auf den Punkt gebracht. Es gibt Schauspieler, zum Beispiel Christian Bale. Das ist ein Paradebeispiel für Schauspieler, die sich die Rolle aneignen. In einem sehr mühsamen Prozess. Man nimmt 20 Kilo ab, dann nimmt man wieder 30 Kilo zu. Man verkleidet sich. Da gibt es sehr, sehr gute Schauspieler. Gary Oldman ist ein Verwandlungskünstler. Ich hab ich dir mal erzählt, dass ich Gary Oldman kennengelernt habe? Nee. Nur ganz nebenbei, also ist eine lustige Anekdote und dann komme ich wieder auf das Thema. Ich war auf einer Filmpremiere in Köln und wir haben einen Film geguckt, der war okay und anschließend saß ich in der Bar und neben mir saß ein Typ. Und ich habe mich mit dem wunderbar unterhalten auf Englisch und der war ganz bescheiden, ganz unauffällig, ganz unscheinbar. Und dann habe ich ihn gefragt, was er so macht und hat er gesagt, ja, er ist Schauspieler. Ah, okay, und wo? Und dann hat er gesagt, ja, in London. Und dann habe ich aber nicht weiter nachgehakt. Und irgendwann sitze ich im Kino und sehe diesen Typen und denke, das ist doch der Typ, mit dem ich da am Abend gesessen und gesoffen habe. Und dann war das Gary Oldman. Und ich habe den nicht erkannt. So unscheinbar war der privat, weil dieser Typ ein Verwandlungskünstler ist. Der kann den Kommissar spielen bei Batman, der kann aber auch einen Bösewicht spielen in Demolition Man. Du wirst ihn nicht erkennen. Hingegen andere Schauspieler immer nur eine Variante von sich selbst spielen. Ob Klaus-Maria Brandauer jetzt Oberst Redl spielt oder ob er Gustav Gründgens in Mephisto ist, das spielt keine Rolle, weil Klaus-Maria Brandauer spielt eine Variante von Klaus-Maria Brandauer, die sich Oberst Redl oder Mephisto nennt. Und das ist das Spannende. Mein Ansatz ist anders. Ich glaube, der Schauspieler muss zu gewissen Teilen auch sichtbar sein als derjenige, der er ist. Aber er darf auch die Rolle benutzen, um Teile von sich durch die Rolle zu ersetzen. Weil du kannst nicht komplett transparent sein, ohne dass du angreifbar wirst. Denn wenn du nackt auf einer Bühne stehst, das ist immer noch übrigens auch ein Phänomen. Wenn man nackt auf der Bühne steht, was ich oft musste, fühlt man sich total angezogen. Aber ich meine jetzt, wenn man geistig nackt auf der Bühne steht, also wenn ich jetzt den Zuschauern sozusagen meine innersten Gefühle zeigen würde, die ich zu einem Thema, nennen wir das wie eben Kindermörder zum Beispiel habe, dann würde ich mich extrem unfertig und angreifbar machen. Und das ist nicht Aufgabe des Schauspielers, weil der Schauspieler steht nicht in seinem Dienst, sondern er steht im Dienst des Textes, den er spielt. Schön. Spannend. Entschuldige, ich habe sehr lange gesprochen gerade, aber du hast das Thema eröffnet, ist natürlich ein Leidenschaftsthema. Ja, eben, deswegen habe ich es auch angesprochen. Und danke für das Thema. Quasi,
Na klar, jetzt haben wir quasi die Distanz des Schauspielberufs und dann können wir bei einem anderen Mal, ziehen wir das Thema ein bisschen mehr in den privaten Raum, Abstand und Nähe oder Distanz jenseits des Schauspielberufs. Das machen wir beim nächsten Mal. Sind wir denn durch oder haben wir noch eine Boulevard? Ja. Vor unserer nächsten Episode ist der Comedy-Preis. Willst du dir das Husten abgewöhnen? Oh, wann ist der denn? Ich glaube am Freitag. Ach, wie toll. Bin leider nicht da. Du? Leider nicht da. Okay, du bist nicht nominiert, würde ich sagen. Ah, verdammt nochmal. Ah, nee, ich habe auch die Nominierung abgelehnt. Ich habe gar nichts damit zu tun. Bin verhindert, habe wichtige Termine, kann nicht, bin nicht da. Schade. Das Event des Jahres. Oh, verdammt nochmal. Scheiße, ich wäre so gern da. Und was meinst du, wer ihn bekommt? Oh, ich weiß es nicht. Olli Pocher. Na, also ich habe, glaube ich, einen sicheren Tipp. Ich habe einen sicheren Tipp. Den kann ich ganz zum Ende sagen, ohne dass du ihn kommentierst. Ich weiß, wer ihn auf keinen Fall bekommt. Okay, so, los, sag, wer ihn nicht bekommt. Wir beide. Obwohl er nominiert ist. Keine Ahnung, wer? Luke Mockridge. So, das reicht. Es war eine sehr schöne Sendung. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Bis nächste Woche. Das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Erkläre ich dir später, mein Lieber. Lange Geschichte. Sorry, tut mir leid. Bin raus. Okay. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Bye, bye. Küsse. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.